Jetzt machen wir 5 Übungen am Block. Die erste in der Bankstellung. Alle 4 Punkte, Knie unter der Hüfte, Handflächen unter den Schultern, Nabel reingedrückt, Zug in die Länge. Und denkt an eure Box. Die bleibt stabil. Wir ziehen uns in die Länge raus. Ziehen den Arm lang aus der Schulter raus. Das Bein lang aus der Hüfte raus. In die Länge. Ein und ausatmen. Zug in die Länge. Und kommen zurück in die Ausgangsposition. Ich stelle die Zehenspitzen auf. Drück ganz fest den Nabel rein. Drück meine Schultern noch weiter weg von den Ohren. Und versuch mit den Knien auf den Boden zu tippen. Ich brauche ganz viel Ganzkörperspannung. Die Finger pressen in die Matte. Die Arme drücken in die Matte. Der Nabel drückt ganz fest rein zur Wirbelsäule. Ich bin ganz stabil und versuche so lange wie möglich die Spannung zu halten und mit den Knien auf den Boden zu tippen. Und ausatmen. Und ausatmen. Und es geht noch ein paar Mal und ausatmen. Sehr gut. So, wir gehen in die Rückenlage. In der Rückenlage. Da geht es gleich ganz stabil und mit einer Ganzkörperübung weiter. Nabelfest reingedrückt. Die Beine im rechten Winkel, das Schienbein parallel zum Boden. Und das Wichtigste, drückt den Nabel ganz fest rein. Zur Wirbelsäule, der fixiert euren Rücken auf den Boden. Und wir ziehen uns diagonal in die Länge. Das Bein aus der Hüfte raus, den Arm aus der Schulter raus. Der Nabel bleibt ganz fest drinnen und vergesst nicht aufs Atmen. Wenn es am anstrengendsten wird, ausatmen und den Nabel noch fester reindrücken zur Wirbelsäule. Diagonal in die Länge ziehen. Es bewegt sich immer nur ein Arm und ein Bein. Die anderen zwei, die haben eine Pause, die dürfen da bleiben. Und noch einmal ganz fest den Nabel reindrücken, in die Länge ziehen und zurückkommen. Und noch einmal in die Länge ziehen und zurückkommen. Ein Bein abstellen, das zweite Bein abstellen. Und wir gehen gleich über ins Bridging. Die Arme liegen neben dem Körper, die Beine nicht weit weg, hüftbreit. Spürt's in eure Wirbelsäule rein. Ihr rollt Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule entlang rauf, über die Brustwirbelsäule, über die Schulterblätter, nicht zu weit rauf, es reicht bis zu den Schultern und rein spüren, den unteren Rücken in die Matte reindrücken, hochrollen und runterrollen, soweit es geht, Richtung Steißbein, das Becken wieder hochschieben, beim Hochschieben heraufrollen, ausatmen, auch den Nabel reingedrückt, mitnehmen, das Gesäß drückt die Hüfte hoch und noch mal fest den Boden spüren, die Matte spüren, eure einzelnen Wirbelkörper von der Matte wegrollen und runterrollen. Jetzt legen wir die Arme zur Seite, ganz entspannt auf dem Handrücken. Ich gehe wieder in eine Chair Position, das heißt, die Knie sind wieder über der Hüfte, ich habe das Schienbein parallel zum Boden und meine Beine sind und bleiben hüftbreit. Und wir machen wieder eine Seitrotation. Ihr werdet es so spüren in den schrägen Bauchmuskeln. Lasst die Beine im rechten Winkel, die wandern nicht nach unten, die bleiben bei euch. Die Fußsohlen schauen nach vorne, die Zehenspitzen sind ganz entspannt und ihr dreht den Kopf weg. Der Kopf geht weit zur Seite, schaut in die Handfläche, immer in die entgegengesetzte Richtung und in die Rotation ausatmen. Den Mund leicht offen lassen, in die Rotation ausatmen. Eine Runde geht noch weit zur Seite, den Kopf weggedreht und beim letzten Mal ganz zur Seite rollen, hochkommen. Und ihr habt es geschafft.